Hi Leute, ich bin's Felix vom ProZocker Game Channel und ich spiele heute Crisis Wreckage für euch. Nur zur Info, nebenbei, Wreckage ist eine Mod für Crisis, die im Gegensatz zu anderen Mods komplett standalone ist. Also ihr braucht Crisis nicht dafür. Ja, soweit dazu. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt neues Spiel. Ich spiele nicht blind, ich habe das Spiel schon mal durchgespielt. Und wir spielen auf normal. Und jetzt kommt erstmal der Vorspann. Es war eine harte Woche, meine Herren, aber Sie müssen noch mal zurück. Ein Sturm zieht auf. Und jetzt heißt es wir oder die Koreaner. Jo, wir und die Koreaner. Und da sind wir schon in Game. Wreck. Lemon 1 und 2, bitte kommen. Lemon 2, sind im Anflug auf das Zielgebiet. Deutscher 7, wir befinden uns über Planbarer 1311, over. Jetzt sagen Sie uns endlich, um was es geht, Sir. Nur so viel wie nötig. Es geht um Dr. Lyra Convention. Wir holen die da raus und bauen wir an. Das alles für eine Person? So, ich habe die Lautstärke mal angepasst. Den Scheiß kannst du jemand anderem erzählen, Cafferty. Sie wurde von ihrem Geleitschutz, vier Marines, getrennt und als Geisel genommen. Aber die Marines sind Captain Lambert's Problem. Zentrale, ich habe Sichtkontakt zur ersten Landezone. Den Stoßtrupp mit Captain Lambert hier absetzen. Sorgen Sie für eine sichere Landung. Verstanden. Landezone noch nicht sicher. Drehen eine Schleife. Ladies and Gentlemen, hier spricht der Kapitän. Auf Feindbewegungen achten. Lassen Sie die MGs heiß laufen. Jupp, werde ich tun. Wir stehen unter Beschuss. Immer draufhalten, Nomad. Oh yeah. Zentrale, Team 1 ist unten. Ich wiederhole, Team 1 befindet sich im Dorf. Gute Arbeit, Lemon 1. Vorrücken zum Landepunkt. Over. So, wir jagen hier erstmal alles hoch. Mehr Infanterie, aufpassen. Ist doch echt schön gemacht, wenn hier so die Palmen so ein bisschen anschießen kann. Die Blätter bewegen sich in alle Richtungen. Die Häuser kann man zerschießen. Hat schon ein bisschen Battlefield-Stil. Also gut, verschwinden wir, bevor sie auf uns aufmerksam werden. Ja, bevor sie auf uns aufmerksam werden, genau. Wir haben das ganze Dorf zerlegt, sind noch nicht auf uns aufmerksam. Nee. Information, nähern uns dem Ziel. Noch 60 Sekunden. Dann werden wir mal 60 Sekunden warten. Oh, der an alle, Raketenwerfer auf den Stegen. An alle, hier Walcher 7. Wen schießt den Fallwald am Ende des Flusses? Der Zielpunkt kommt in Sichtweite, fliegt über den Wasserfall und setzt den Panzer ab. Ende. Alles klar, Vulture 7. Es sind noch zu viele. Sichern Sie den Bereich um den Fluss und kommen danach zum Landepunkt.
Achtung, Feindbewegung an der Fabrik gesichtet. Feuerfreigabe erteilt. Blockadestellung errichtet. Jetzt seid eure Jungs so, an Lämmer. So, dann erste Waffe, Granatwerfer in die Hand. So muss das. Aber ich habe jetzt erstmal abgesetzt. Flexvisier drauf. Ja, oder auch nicht. Flexvisier. Jetzt. Bestätigt, Bolscher 7. Ausschalten. Sichtkontakt auf 12 Uhr. Leider gibt es in dem Spiel keinen Hitmarker. Das finde ich immer sehr angenehm, wenn man sieht, ob man jetzt getroffen hat oder nicht. Aber wir werden es auch so schaffen. Also wie man vielleicht schon sieht, an unserer nicht ganz normalen Hand, wir stecken in einem speziellen Kampfanzug. Deswegen können wir auch solche Sachen machen, kamikazenmäßige. Da sind sie! Da! Wir haben eigentlich ausreichend Waffen dabei. Davon bin ich natürlich wieder die Stärkste. Ach. So. Alle Ecken überprüfen. Also wir können hier auch so schöne, hier auf die Pistole so einen Schalldämpfer drauf machen und so. Später kriegen wir dann auch noch doppelte Waffen. Aber ich würde sagen, erstmal erledigen wir die Leute hier. Die KI ist vielleicht noch nicht ganz ausgereift, aber ich meine, ich spiele die Version 1.0, also die allererste veröffentlichte Version. Ich muss schon sagen, die haben schon echt einen guten Job gemacht. Weil vor allem dafür, dass es nur eine Mod ist, das Spiel ist relativ lang. Ich glaube, ein bis zwei Stunden. Links vom Fluss her. Wir sind unterwegs, Major. Da hat man es auch gerade schön gesehen. Umfeldzerstörung besitzt das Spiel auch. Wir haben einen Auftrag. Ausrüstung packen und los geht's. Nehmen wir mal die Waffe mit. Da kann man schöne Sachen nicht draufstecken. Beim Panzer in Deckung bleiben. Jo, Bewegung, das gefällt mir. Bewegung. So, Panzer voll. Lemon 1, wie ist der Status? Over. Feindliche Artillerie ein paar hundert Meter von hier gesichtet. Drehen um und tanken an der Basis auf. Viel Glück da draußen. Alles klar. Alles klar. Und da folgen wir dem Panzer. Anstatt einzusteigen, lieber folgen. So, jetzt kommen da so fiese brennende Fässer. Oh. Wir können ja auch mal unsere Spezialfähigkeit nutzen. Und zwar sind wir im Moment extrem gepanzert. Wir können uns auch unsichtbar machen. Das braucht allerdings, wie man unten rechts sieht, ganz schön Energie. Weshalb wir erstmal bei dem Schutzschild bleiben. Das Schutzschild braucht nur Energie, wenn wir getroffen werden. Dafür zieht es dann erst Energie ab, wenn wir, ja, wenn wir getroffen werden und dafür kein Leben. Zieht kein Leben ab. Wir nehmen mal hier so ein Fass, weil wir es können. Ja, oder auch nicht. Hallo? Oh. Ja, Fail, würde ich mal sagen. Direkt mal gestorben, erste Mission. Da sieht man wieder meine Aiming-Skills. Aber der Save-Point ist eigentlich ganz fair. Nehmen wir mal Granatenwerfer.
Meinen Sniper bekommt man auch noch. Das wäre jetzt hier vielleicht ganz praktisch. Aber wir können alles, wir können auch beim ME snipen. Beziehungsweise mit dem Sturmgewehr snipen. Wer es kann, der kann es halt. Ich würde sagen, wir nehmen mal, weil ich den Granatenwerfer persönlich nicht so mag, diese schöne Waffe noch mit. Also wir können, meine ich, jeden Waffenslot mit jeder Waffe belegen. Außer diesen hier mit den Fäusten, den können wir nicht ändern. Wo werden wir jetzt beschossen? Überprüft jedes Gebäude und jeden Winkel. Ich will alles durchsucht sehen. Da vorne sollen wir jetzt was erobern. Erstmal kommen uns aber wieder Leute entgegen. Alles klar. Meine Gesundheit ist schon wieder nicht so auf dem besten Niveau. Versuchen wir den mal zu treffen. Komm, geht doch alles. Feuerrate. Oh, ja. Er hat natürlich wieder die große Wumme dabei. Alles verarsche hier. Nur weil er Major ist, komm. Also wirklich. Ui, 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 ui. Mal sehen, vielleicht finden wir was im Medizelt. Ach, Splittergranaten. Ja, schön. Munition. Munition. Nehmen wir in so handlichen 1x1-Meter-Packs mit. Ach, du bist Gegner. Oh. Ja, ich glaube, ich nehme mal die Schrotflinte mit. Marines, gebt uns Rückendeckung. Sind das auch Gegner? Ja. Und? Oh. Dann dem nächsten hauen wir mal einen rein. Hey, hey, hey! Und wie man sieht, es ist jetzt nicht gerade so das Spiel, bei dem man wirklich auf sein Leben achten muss. Das einzige Problem ist nur, dass der Bloody Screen nur anzeigt, wenn man getroffen wird und nicht anzeigt, wie viel Leben man ungefähr noch hat. Also der wird nicht unbedingt sehr rot, wenn man nicht mehr viel Leben hat, deswegen man sich viel auf die Anzeigen konzentrieren muss. Was mich persönlich ein bisschen stört. Aber vielleicht sollte ich mich lieber darauf konzentrieren, die Gegner zu treffen. Kontakt 8 Uhr! Ah, da sind wir gleich schon wieder tot. Jetzt halt mal nachladen. Meiner kann man auch hinten rum an. Also gehen wir mal hier jetzt durch. Dann können wir mal ein Special Feature benutzen. Ein bisschen rennen. Wuhu! Das spielt sich dann so ein bisschen wie mit dem Speedhack. Hier können wir schön über den Zaun springen. Ja, oder auch nicht. Komm! Nein! Ah! Wir den offiziellen Weg ein bisschen unsere Kollegen unterstützen. Kann ja nicht schaden. Infanterie im vorderen Zelt gesichtet. Garage ist sicher. Hier Delta 7. Kein Zeichen vom Zielobjekt, Sir. Och, das war's schon mit einer Polizei. Pistolenmunition. Ja, also. Ich würde sagen, wir machen uns noch auf den Weg hier rüber. Und beenden dann erstmal den ersten Part. Hier sieht man schön,
2 Pistolen. So, hallo Leute, vielleicht habt ihr, beziehungsweise wenn ihr gerade den ersten Part seht, dann seht ihr wahrscheinlich auch das hier. Auf der Taste zum Aufnahmebeenden liegt gleichzeitig auch Spiel laden, weshalb jetzt das Spiel vom letzten Speicherpunkt geladen ist. Ja, ich würde sagen, mit diesem Fail beenden wir diese Desaster-Folge und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Crisis Wreckage. Ciao.